So, hier haben wir die Doreen, das ist die Freundin, Lebensgefährtin von den Markus Schönebeck, die wir heute schon interviewt haben. Jetzt haben wir mal jemanden da, einen Partner von einer Athletin. Und erzähl mal ein bisschen, wie ist es in der Diätphase mit so einem Athleten zusammenzuleben? Ist er da ziemlich schwierig, ne? Diäten sind ziemlich nah, also nervlich am Ende. Und betreust du deinen Freund auch? Ja, ja. Also der Unterschied ist schon gravierend. Ja, der ganze Tagesablauf ändert sich. Ja. Geht natürlich in allen rein, in die Arbeit, in die Struktur vom Tagesablauf zu Hause mit den Kindern. Ne? Also man hat wirklich in der Vorbereitungszeit die letzten Diätwochen wirklich einen radikalen Cut und läuft alles anders. Ne? Temperament ist anders, man muss anders drauf eingehen, man muss viel zurückstecken. Seine Launen ertragen. Seine Launen ertragen, ne? Und ist schon manchmal hart an der Grenze. Ja. Aber ich sag mal so, wenn es dann so eine Momente gibt wie letzte Woche, entschädigt einen für alles. Ne? Also ist schon. Man fiebert da mit, man ist da mit dabei, total, ganz klar, wenn es der Partner total ist. Total, ne? Total. Also man freut sich mit, er tut einem leid, man hat Mitleid, man hat auch Angst, ne? Weil manchmal sieht man, die kommen echt an der Grenze, man hofft, er kommt gesund von der Bühne runter. Aber das ist danach alles verschwunden, alles schön. Also zum Schluss, das entschädigt immer alles, das höre ich immer von allen. Ne? Also das war es dann immer wert. Auch viele, die immer in Interviews sagen, ich danke meinem Partner, dass sie meine Laune ertragen haben und so weiter. Das ist nicht leicht, mit Sicherheit, mit einem Athlet zusammenzuleben, der gerade sich vorbereitet, überhaupt keine Frage. Ne? Aber letztendlich, wenn es sich lohnt, freut man sich mit. Auf jeden Fall. Und so weiter und so fort. Bist du selber auch schon mal gestartet? Nein, nein. Also das reicht dir? Richtig. Also ich sage mal so, in einer Beziehung, es reicht, wenn einer so verrückt ist. Ne? Ja. Und zwei, ich weiß nicht, ob es gut gehen würde. Ja. Ja. Kochst du auch für ihn oder macht er sein Essen selber? Also machst du alles, nimmst ihn also viel ab, ne? Ja, bei uns ist es so, dass wirklich das Größte mit dem Kochen alles von mir auskommt und er sich wirklich aufs Training konzentrieren kann, Arbeit konzentrieren kann bis zum Schluss. Ist ja immer so eine Sache, die Arbeit muss ja auch laufen nebenbei. Ja, ja. Und das ist natürlich sehr gravierend und wir versuchen halt wirklich, dass er sich auf alles konzentrieren kann und dann, dass er seine Ruhe hat. Also kann der Markus sich glücklich schätzen, einen Partner wie Doreen an Seite zu haben, was unheimlich viel wert ist, wenn man so viel abgenommen bekommt. Macht ja auch nicht jeder mit sowas, ne? Nein, also ich sag mal so, man muss dafür gemacht sein. Und man muss als Frau auch verdammt viel wegstecken. Ne? Also wenn man dann anfängt rumzuzicken oder sowas, manchmal hat man die Momente, wo man sagt, wofür mache ich den ganzen Scheiß hier mit? Mhm. Ne? Man kommt sich undankbar vor, ne? Aber ist nicht so. Dann haben sie wieder ihre sentimentalen Momente, wo sie dann sagen, ist eigentlich alles ja nicht so gemein. Und ich sag mir mal, wenn man es nachvollziehen kann, sich ein bisschen mit auseinandersetzt, kann man es nachvollziehen und auch verstehen. Also es schweißt auch ein bisschen zusammen sowas. Total, dann total. Ja. Von daher. Und man ist auch unheimlich stolz und ich sage mir immer auch einen großen Respekt vor dieser Disziplin halt. Ja, also ich würde es nicht können. Ich sage schon manchmal, wenn ich jetzt gekocht habe oder so weit wochenlang immer ein und dasselbe Hungergefühl. Ich könnte es nicht. Ne? Ist auch schwierig für Markus dann, wenn du relativ und eure Kinder normal essen können und Markus dann in Abstinenz lebt. Man ja. hat auch so ein, wie soll ich sagen, man hat schon so ein richtig schlechtes Gewissen als Partner, wo man dann sagt, oh Gott, ich kann jetzt nicht für die Kinder kochen oder für uns kochen. Aber eigentlich ist es genau das Gegenteil. Also man sollte auch versuchen, bei sowas den normalen Tagesablauf zu bewahren, auch mit dem Essen. Das nehmen die ja nicht so krumm. Ne? Mhm. Weil alles, was dann noch mehr anders ist, bringt die noch mehr aus dem Ruder. Ne? Also man guckt. Ne? Man geht zwar nicht mehr jetzt so oft weg, wie man es vorher gemacht hat, Geburtstagspartys oder Einladungen oder sowas, das ist schon wirklich drastisch reduziert. Ist auch eine Quälerei. Dann. Das ist auch eine Quälerei, richtig, aber ansonsten, man versucht halt, den goldenen Mittelweg zu finden. Ist nicht immer einfach, aber man wird immer besser. Schön. Gut, dann danke ich erstmal für das Interview und dass wir mal hören von einer Sicht eines Partners, wie das aussieht. Also auch der hat sich leicht, nicht nur der Athlet, sondern der Partner auch nicht. Und von daher wünsche ich Max natürlich weiterhin alles Gute und dass wir ihm gleich die Bühne rockt, was einen Pokal mit nach Hause nimmt, dass eure Mühe auch gelohnt hat. Das gönne ich natürlich allen und danke für dein Interview, Doreen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.